Es gibt eine Sache, die wir uns auf diesem Kanal noch nicht angeschaut haben. Dabei ist es das allererste, was man von einem Hörspiel sieht. Und zwar das Hörspielcover. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen, ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Video möchte ich mit euch über das Hörspielcover sprechen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir darüber noch gar nicht gesprochen haben und ich finde, es ist eines der wichtigsten Themen, denn das Hörspielcover ist das allererste, was die Leute von euren Hörspielen sehen. Deswegen sollte auch das Hörspielcover entsprechend aufbereitet sein, ansprechend sein und die Leute müssen einfach Bock haben, dieses Hörspiel zu hören. Aber was macht eigentlich ein gutes Hörspiel aus? Dieser Frage möchte ich auf jeden Fall in diesem Video nachgehen. Und dazu gucken wir uns gemeinsam einfach ein paar von mir ausgewählte Hörspielcover an. Ich habe das nur ganz grob unterteilt in klassische Hörspielcover und moderne Hörspielcover. Eine weitere Einteilung macht einfach gar keinen Sinn. Dabei soll es einfach gar nicht darum gehen, ob das Cover gut oder schlecht ist, sondern ich möchte einfach nur rausstellen, was muss ein Cover eigentlich haben und dazu bekommt ihr dann eine Expertise von mir, weil ihr wisst ja, ich bin hauptberuflich Grafikdesigner. Bevor wir aber loslegen, noch eine kleine Sache, was ich noch vergessen habe zu sagen. Und zwar ist dieses Thema ja ein bisschen umfangreicher. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde das Ganze in mehrere Teile aufteilen, also in mindestens drei Teile. Der erste Teil ist nur so eine grobe Analyse von dem Hörspielcover. Also was muss alles auf ein Hörspielcover drauf? Bei dem zweiten Teil habe ich mir gedacht, gehen wir so ein bisschen tiefer. Wir schauen uns an, welche Typografie, also welche Schriften eignen sich besonders für welches Genre oder für welches Hörspiel. Da gehe ich mit euch auch mal so ein paar Schriften durch, weil Typografie ist eine Sache, was leider immer sehr vernachlässigt wird. Und im dritten Teil hätte ich gesagt, bauen wir einfach mal zusammen ein Cover und ich sage euch, wie man ein Cover aufbaut, was ist das Grundgerüst und welche Elemente könnt ihr da reinsetzen und gebe euch ein paar Tipps, wie man vielleicht ein Cover ganz ansprechend gestalten kann. Aber quatschen wir nicht so lange, wir springen jetzt einfach direkt in die Analyse. Ganz fangen wir jetzt mit den klassischen Covern an. Ich habe hier einfach mal vier rausgesucht und wie gesagt, klassisch ist für mich einfach so, so typische Kinderhörspiele, eine Illustration und so weiter. Schauen wir uns aber einfach mal an, was überhaupt auf den klassischen Hörspielcovern so drauf ist. Ihr seht hier die Hexe Schrumpeldei. Man sieht auch sofort, worum es geht. Man hat eine schöne Illustration, eine schön bunte Illustration. Hier oben die Typografie, also die Schrift, ist auch extra dafür gestaltet worden und sieht so ein bisschen spooky aus. Man weiß sofort, das muss so ein Kinderhörspiel sein. Was hier aber fehlt, was man sofort sieht, ist eine Nummerierung, die fehlt. Und wir wissen ja, die Hexe Schrumpeldei ist eine Hörspielserie, ich glaube 10 oder 12 Folgen und das fehlt hier auf dem Cover. Was wir aber zu sehen haben, ist auf jeden Fall das Europa-Logo. So kann man auf jeden Fall zuordnen, zu welchem Hörspiellabel das Ganze gehört. Die Illustration, muss ich sagen, finde ich sehr schön, sie ist sehr gelungen. Man sieht auch sofort, worum es in dem Hörspiel gehen wird, also was einen erwartet. Ich mache das mal ein bisschen größer. In der Ecke sieht man dann auch so eine schöne Sanduhr. Hier sieht man die Glaskugel, die auch hier so eine Art Bäckerei und so einen kleinen Markt zeigt. Hier ist dann so ein Tiegel, womit man Sachen halt zerstampfen kann. Und das ist, ja, wie man sich so ein Hexenhaushalt eben vorstellt. Finde ich eigentlich ein sehr gelungenes Cover, schöne Illustration, gefällt mir sehr gut. Und auch wenn man das so im Laden sehen würde, man hat so mehrere Hörspielcover nebeneinander, dann würde das auf jeden Fall auffallen. Gucken wir uns aber direkt mal das nächste an. Das nächste ist auch aus dem Hause Europa, hier oben haben wir es. Die Auflösung ist nicht ganz so geil, sollte aber für dieses Video trotzdem reichen. Man kann sofort erkennen, dass es sich um Perry Rhodan handelt. Man hat auch hier sofort den Folgentitel und auch hier unten in der Ecke, unten rechts in der Ecke, seht ihr es, die Folgennummer und natürlich wieder das Europa-Label. Also auch da ist alles sofort drauf, was man, was man wissen muss, um welche Hörspielserie es sich handelt, wie das Ding heißt, wer es hergestellt hat und welche Folge das ist. Und auch hier, das habe ich genommen, weil ich die Illustration einfach richtig, richtig geil finde. Dieser Astronautenhelm mit dem Gesicht da drin, so ganz präsent, ist ja auch wichtig, weil das Erste, was die Leute von eurem Hörspiel sehen, ist eben das Cover. Deswegen sollte auch das Cover eben schon direkt richtig durchstarten. Und das fehlt mir leider bei vielen Amateurproduktionen. Ich weiß nicht, jeder ist Grafikdesigner und manchmal ist man froh, wenn man die Sachen einfach so gemacht hat, wie man sie eben gemacht hat. Aber deswegen möchte ich ja dieses Video machen, um euch auch da so ein bisschen Support geben, was ihr einfach noch ein bisschen optimieren könnt. Tony Ballard kennt ihr sicherlich auch. Und hier sieht man auch auf dem ersten Blick sofort, was Phase ist. Es ist
ein Horrorhörspiel oder ein Gruselhörspiel, hier noch mit dem alten Tony Ballard Schriftzug. Darunter hat man auch noch die Zusatzinformation, von wem die Serie stammt, also wer sie geschrieben hat. Dann hier unten haben wir den Serientitel oder den Folgentitel und daneben auch die Folgennummer. Also auch alles Wichtige ist drauf, was man haben muss, und da hat man auch hier bei der Illustration sieht man ja auch sofort alles sehr düster, und das Monster ist hier von diesem Kerzenlicht angeleuchtet, weiß man auch sofort, worum es geht, und man ist in so einer Szene drin. Das Einzige, was hier fehlt, wäre zum Beispiel, wer das produziert hat. Wir wissen ja, Dreamland Production, Thomas Birker. Der produziert Tony Ballard. Es ist auch deswegen nur unter den Klassikern, weil sich eben dieser typischen klassischen Stilelemente bedient. Also noch handgezeichnete, also Illustrationen. Bei diesem Hörspielcover, das wird heute zwar auch noch gemacht, aber ich fand, damals war das so bezeichnend, dass die klassischen Kinderhörspiele oder generell Hörspiele eben alle gezeichnet wurden. Kommen wir dann zum letzten. Hier auch Gruselkabinett, das habe ich gewählt, weil auch die bei dieser Hörspielreihe eigentlich ein ganz gutes Konzept haben. Und zwar ist das Gruselkabinett, die Cover sind immer eingefasst in diesen Torbogen. Hier oben haben wir dann das Cover, ich mache es noch ein bisschen größer. Ne, hier sieht man ganz groß Gruselkabinett, dann da oben hier dieser kleine Teufel mit diesem Torbogen, und in dem Torbogen, da sitzt dann das eigentliche Cover drin, und das hat mir auch sehr gut gefallen mit den Katzenaugen, erst so von schwarz geht das so in rot über, dann hat man hier das Ankh-Symbol, dann hat die Frau, die da so, ja, so ein bisschen sehnsüchtig drauf guckt, und unten dann haben wir auch wieder, ich vermute, das ist der Autor von der Geschichte und wie die Geschichte heißt. Was wir hier auch nicht haben, ist eben die Folgennummer. Ich glaube, das ist bei Gruselkabinett aber auf keinem Cover drauf. Der steht da dann auf dem Rücken. Ich persönlich finde ja, dass man bei einer Serie oder bei einer Reihe die Nummer drauf machen sollte auf dem Cover, damit man einfach weiß wirklich, wo man sich da befindet und um welche Nummer es sich handelt. Aber es ist kein Muss. Man hat da auch drauf verzichtet, auf das Label-Logo, und die Nummer hat man nicht drauf. Also auch da kann man nicht immer sagen, es muss so sein, es kann halt so sein. Ich, wie gesagt, finde es besser. Ich finde es in Ordnung. Das Label muss tatsächlich nicht drauf sein. Ich mache es bei meinen auch nicht immer drauf. Es ist durchaus eine Option, das drauf zu machen. Nur, wie gesagt, die Folgennummer, wenn du also mehrere Folgen hast, würde ich die Nummer auf jeden Fall mit drauf machen. Gucken wir uns aber jetzt mal ein paar etwas modernere Cover an. Und das erste modernere Hörspielcover, was wir uns angucken, ist von Contendo Media, und ihr seht auch schon direkt die Toten von Jüst. Klingt so ein bisschen nach Krimi. Hier unten hat man dann so eine schöne Bildkomposition, und unten rechts in der Ecke sehen wir hier Inselkrimi. Das ist das Logo von der Hörspielreihe oder Serie, da manche Personen ja mehrfach, also oft öfter vorkamen. Dann haben wir auch hier die Folgennummer. Unten links in der Ecke haben wir auch das Label Contendo Media, da erscheint das Hörspiel. Und hier oben drüber haben wir dann sogar auch noch die Autoren von dem Hörspiel. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, wenn man das macht. Und ihr seht im Hintergrund, das ist eben eine Fotografie, wahrscheinlich eine Komposition aus mehreren Bildern, die zusammengesetzt wurde. Hier gibt es einen Kontrast, oben relativ düster. Dann kommt diese rote Schrift, die so einen schon direkt anspringt. Typografisch, also das Schriftbild, finde ich nicht ganz so geil. Ich finde die Schrift einfach ein bisschen zu dünn. Da könnte ich mir auch eine andere Schrift vorstellen, aber das ist offenbar so gewünscht und ist ja auch immer so ein bisschen eine Geschmackssache. Aber auch, wie gesagt, Thema Typo werde ich auf jeden Fall in dem zweiten Workshop eingehen. Kommen wir noch zum nächsten spannenden Cover, und zwar von Dreamland Grusel. Die kennt ihr vielleicht auch, und zwar machen die es ja so, dass die Cover ja immer einmal in Rot, abwechselnd in Rot und Blau kommen. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Idee, weil das auch ein so Alleinstellungsmerkmal ist, wie man euer Hörspiel zum Beispiel auch promoten kann oder wie man das wiedererkennen kann. Und ihr seht immer, dass es hier immer so in so einem, ja, so eine Art Duplex. Das heißt, also man hat immer eine Vordergrundfarbe und eine Hintergrundfarbe, und das wird dann zusammen gemischt. Und da hat man als Hintergrundfarbe schwarz, als Vordergrundfarbe eben so einen Rotton. Das ist jetzt kein richtiger Duplex, aber nur damit ihr versteht, was ich meine. Und auch hier haben wir wieder Dreamland Grusel, das ist der Name der Hörspielreihe. Dann haben wir hier oben die Ausgabe, dann auch wieder sehr prominent den Autoren von dem Hörspiel und dann eben der Hörspielname an sich. Auch hier fehlt wieder das Label von dem
von dem Hörspiel, also von das Hörspiel-Label, ist nicht da drauf. Wie gesagt, muss auch nicht. Und nur mal als Beispiel, damit ihr seht, was ich meine. Ihr seht, Interferenzen 2, der zweite Teil davon, ist dann halt auch wieder in Blau, weil das der logischen Reihenfolge geschuldet ist, immer im Wechsel Rot-Blau. Bei dem Cover finde ich es spannend. 5 nach 8 ist ein Hörspiel, was bei Wolfi Office erschienen ist. Wurde aber geschrieben und gemacht, glaube ich, von dem Sirius Kestel. Und ist übrigens auch ein sehr gutes Hörspiel. Und hier hat mir besonders gut gefallen, dass diese Mischung oder das Zusammenspiel aus Fotografie und Typografie wirklich sehr gut umgesetzt wurde. Eine Fotografie, die wirklich sehr stark am Fluchtpunkt ausgerichtet ist. Also man hat diese steilen Wände, man liegt quasi auf einer Straße, guckt nach oben in den Himmel. Links und rechts hat man dann die Wände, die dann nach oben schießen. Und da, wo der Himmel ist und sich alles zentral trifft, da hat man dann die Typo hingesetzt. Und man hat sogar noch so ein bisschen die Architektur von den Gebäuden mit berücksichtigt. Finde ich auf jeden Fall unheimlich gelungen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die man bei den Amateurhörspielen bzw. bei den Hörspielen der freien Community eigentlich sehr selten findet. Da tun sich unheimlich viele schwer, was manchmal schade ist, weil, wie gesagt, es ist der erste Eindruck, den ihr von einem Hörspiel bekommt. Das Hörspielcover, das ist das, was ihr seht, auch wenn ihr auf dem Streamingdienst unterwegs seid oder bei Audible oder wenn ihr im Schallplattenladen oder CD-Laden unterwegs seid. Das erste, was ihr seht, ist eben das Hörspielcover und da entsteht einfach schon der erste Eindruck. Es muss nicht immer die Kaufentscheidung sein, aber trotzdem, je besser der Eindruck ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute euer Hörspiel kaufen oder es sich anhören. Und das hier, muss ich sagen, finde ich wirklich äußerst gelungen. Leider die Auflösung nicht ganz so geil, sollte aber egal sein. Dann kommen wir noch zum letzten Cover. Also ich könnte euch jetzt noch zig weitere Cover zeigen. Vielleicht interessiert euch das ja auch und wir könnten mal so eine Coverbesprechung machen, statt einer Hörspielrezension. Wenn ihr da Bock drauf habt, auf jeden Fall unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr da Bock drauf habt. Dann könnte ich das ja auch vielleicht häufiger machen. Gucken wir uns aber erstmal das Cover an. Und was ich hier spannend finde, wir haben ja auch alle wichtigen Informationen. Hier oben Audible Original, dann nur bei Audible nochmal separat hervorgehoben mit einem weißen Balken und einer schwarzen Schrift. Das heißt, es ist sehr prominent, das ist wirklich exklusiv bei Audible da ist. Dann gibt es hier den Namen Kohlraben Schwarz. Das ist der Name von dem Hörspiel und das ist das Besondere. Es sind auch die Gesichter von der Hörspielcast zu sehen. Also ist wirklich hier Martin Kessler und so weiter. Die sind auch wirklich, die sprechen in dem Hörspiel mit. Und sie haben auch gleichzeitig quasi hier ihre Rolle auf dem Cover abgebildet. Im Hintergrund sieht man noch den Pastor, der hier so eine Wumme in der Hand hat. Hier ist noch so das Polizeilabel zu sehen. Das heißt eben auch, es deutet alles schwer auf einen Krimi oder einen Thriller hin. Und ich habe es natürlich schon gehört und kann es euch auch nur empfehlen. Und er guckt auch so in die Kamera, als wenn er so kurz davor ist, sich wirklich zu erschrecken. Also man hat auch da, wird man direkt in dieses Hörspiel reingezogen. Man fragt sich, Mensch, warum guckt er denn so? Dann hat man das auch eher so dunkel gehalten, damit eben die Typografie hier oben und auch das Rot nochmal wirklich so hervortritt und so ein Kontrast da ist. Ist wirklich sehr gut gemacht. Und dann hier unten links in der Ecke, da sieht man nochmal hier so ein Kapuzen-Kasper mit einem Geweih auf dem Kopf, was ja auch so ein bisschen spooky ist, ist wirklich auch ein sehr, sehr gelungenes Cover. Und hier hätte ich gesagt, das ist wirklich so eine moderne Herangehensweise, weil man eben auch die Cast auf dem Cover sieht, die dann eben die Rolle selber verkörpern. Finde ich auch eine sehr gute Idee. Und das hätte ich gesagt, bei den alten Covern, also bei klassischen Hörspielen von früher, hat man das vielleicht nicht so gemacht. Das soll es aber erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Man kann, glaube ich, als Fazit ziehen, dass gar nicht so viele Elemente nötig sind, um ein Hörspielcover zu erstellen. Man hat einfach ein bestimmtes Hauptmotiv, man hat den Namen von dem Hörspiel, man hat vielleicht noch das Label von dem Hörspiel-Label selber oder von dem Vertrieb, je nachdem. Und dann gibt es noch so kleine Hinweise, wie hier zum Beispiel nur bei Audible oder natürlich eben auch, wenn es eine Serie oder eine Reihe ist, dann die Ausgabennummer. Das sind eigentlich so die Grundelemente, die bei den neuen und auch bei den alten Elementen eigentlich immer zu sehen sind. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, also ich wollte das jetzt nicht so groß unterteilen, weil so viele Kategorien gibt es da nicht. Ich hätte euch noch zig andere Cover zeigen können, aber wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht häufiger mal von
ja, so eine Coverbesprechung, oder ihr könnt mir auch Vorschläge machen, was ich mal so besprechen soll, und dann kann ich vielleicht auch mal so eine kleine Bewertung machen, wie ich das aus meiner Expertise als Grafikdesigner eben sehen würde. Das war's auch schon wieder mit diesem Workshop und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, gerne ein Like da lassen und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Ich beantworte eure Fragen sehr gerne. Wenn ihr noch Lust habt, ein weiteres Video von mir zu gucken und ihr möchtet vielleicht eure Hörspiele selber einmal bei Spotify hosten, dann kann ich euch dieses Video empfehlen. Da erzähle ich euch, wie man seine Hörspiele zum Beispiel bei Spotify hosten kann oder auch bei anderen Streamingdiensten. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.